Kunst zu Recht das 10. Mal im 10. Jahr, wie auch immer, das Wort 10 kommt immer wieder vor. Es ist ein Wahnsinn, wie viele Jahre es schon gibt. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen und willkommen heißen als Leiterin vom Bezirksgericht Innere Stadt Wien. Wir nehmen den größten Teil des Hauses ein, wo die meisten Bilder hängen, aber es geht natürlich hoch hinauf. Bezirksgericht für Handelssachen, die Leiterin ist auch da. Handelsgericht, die Leiterin ist auch da. Alle freuen sich über die Bilder. Ich mache es heute ganz kurz, weil die Eröffnung ist hier lang genug, weil viele was sagen wollen. Ich freue mich besonders, liebe Marlene, dass du da bist, Präsidentin vom Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien, im Justizpalast zu Hause, ganz anderes Umfeld als hier. Besonders schön, dass du jetzt ein paar Eröffnungsworte sagen willst für unsere 10-jährige Präsentation. Es ist wirklich eine Pracht. Jedes Mal, wenn ich reinkomme, denke ich mir, es ist so schön und so schön bunt. Und man kann wirklich über die Gänge marschieren und sieht was. Nicht nur leere Wände, sondern wirklich schöne, schöne, abwechslungsreiche, bunte Kunstwerke. Also ich beneide euch in Wirklichkeit um diese Ausstellungen, die ihr da doch ständig habt. Ich weiß nicht, ob alle Besucher hier die Kunst wirklich sehr schätzen. Ich glaube, du sagst freiwillig kommen. Nein, freiwillig kommen sowieso nicht alle. Und ich weiß auch nicht, ob alle die Kunst sehr schätzen. Aber ich bin doch ziemlich sicher, dass es einige gibt, die irgendwo stehen bleiben und sich denken oder vielleicht sogar auch sagen, das ist aber mal nett, wirklich schön. Ich beneide euch und ich wünsche euch auch für dieses Mal alles, alles Gute. Danke vielmals. Sie müssen wissen, dass diese Ausstellung einzig und allein in Selbstorganisation der Künstler zustande gekommen ist. Und das ist etwas, was es in dieser Gesamtschau, in dieser Größe eigentlich sonst meines Wissens nicht gibt. Selbstorganisation heißt in diesem Fall, dass hier eine Künstlerin, nämlich die Kuratorin dieser Ausstellung, Veronika Junger, vor 10 Jahren begonnen hat, einen Kontakt zum Gericht herzustellen, nämlich über meine Kollegin Nicola Schöntal, die zu ihr den legendären Satz gesagt hat, das muss an dieser Stelle noch einmal erwähnt werden, Froni, willst nicht ein paar Bilder aufhängen? Und die Veronika ist zum Gericht gekommen und mit ein paar Bildern hat sie gedacht, sie hängt ab und hat gesehen, wie groß dieses Haus ist und hat dann begonnen, ihre Künstlerfreunde zu engagieren und zu bitten, hat auch einige Interessenten gefunden und über die Jahre hinaus ist aus dem Projekt das geworden, was es heute ist. Ja, wichtig ist vielleicht auch zu sagen, dass morgen, wenn dieser Abend, diese Nacht der Kunst und der Künstler und zu Ende geht, das Bezirksgericht Innere Stadt Wien wieder ein Amtshaus ist, in dem ernste Dinge verhandelt werden. Das Schöne ist aber, was bleibt, sind die Bilder, die uns nämlich das ganze nächste Jahr hier erfreuen werden. Die Besucher, die freiwillig oder unfreiwillig hierher kommen und uns, die Mitarbeiter. Und das ist wirklich ein ganz, ganz großer Bonus. Kunst zu Recht kann man auch beschreiben, wie sich Kunst zu Recht verhält. Und man kann auch vielleicht eine Aussage darüber treffen, was die Charakteristika dieser beiden Bereiche sind. Also was hat jetzt Kunst mit Recht eigentlich zu tun? Gemeinhin besteht ja die Auffassung, dass das diametral unterschiedliche Denk- und Auffassungsweisen sind. Sind jetzt wirklich Künstlerinnen und Künstler und Juristinnen und Juristen so unterschiedliche Menschen? Sind die wirklich so unterschiedlich gepolt? Ich glaube das nicht. Ein Beispiel, warum das eigentlich nicht so sein kann, ist, dass es Menschen gibt, die in beiden Bereichen tätig sind, die erfolgreich sogar tätig waren oder sind, nicht nur in der bildenden Kunst, sondern auch in der Musik, in der Literatur, im Theater oder im Kabarett etc. Also da gibt es jede Menge Beispiele. An den Menschen kann das also nicht liegen. Ich glaube, es gibt in jedem Bereich solche und solche, wie das halt so überall im Leben ist. Aber es gibt eine Sache, die ist, glaube ich, einen ganz grundlegenden Unterschied
da. Und mir ist es deshalb wichtig, das hier zu erwähnen, weil es ja hier um Gesetze geht, um das Operieren mit Gesetzen, um die Auslegung von Gesetzen. Es ist nämlich nicht so, dass in der Kunst keine Gesetze gelten. Der Unterschied besteht nur darin, die Rechtsprechung muss sich auf etwas berufen und kann nur mit Gesetzen operieren, die vom Gesetzgeber normiert wurden, die für alle gelten und an die man sich zu halten hat. Also es geht nicht, dass jetzt jemand sagt, na, das passt mir nicht, das wende ich jetzt nicht an, ich mache ganz was anderes. In der Kunst hingegen ist es ganz anders. In der Kunst gibt es zwar auch Gesetzmäßigkeiten, diese Gesetzmäßigkeiten lassen sich aber aus dem Kunstwerk selbst ableiten und gelten eigentlich nur für dieses Kunstwerk selbst. Vielleicht kann man das anhand der Malerei ein bisschen anschaulicher erklären, was ich damit meine. Also man weiß ja, ein Bild entsteht durch Projektion in eine zweidimensionale Fläche. Durch diese Projektion haben jetzt die Malerinnen und Maler die Möglichkeit, in oder auf dieser Fläche praktisch eine Welt, ein kleines Universum, also ihre Bildwelten zu generieren. Und diese Bildwelten haben aber ihre je eigenen Gesetze. Und die Künstler und Künstlerinnen haben die Freiheit, diese Gesetze und Regeln selbst zu bestimmen. Das, glaube ich, ist der ganz große Unterschied und das ist wirklich eine wichtige Sache. In der Malerei funktioniert es vielleicht so, dass man davon ausgehen kann, dass ein Dialog zwischen der Person, die ein Kunstwerk schafft, und dem Kunstwerk selbst permanent abläuft. Ich meine das jetzt in dem Sinn und nur als Beispiel jetzt, eine Herangehensweise, eine von sehr vielen. Jemand beginnt zu malen, ohne zu wissen, wie das Endergebnis sein wird. Also ohne ein Konzept oder ohne eine Vorstellung dessen zu haben, was dann schlussendlich herauskommt. Dann wird ein Zeitpunkt kommen, wo man eben auf das, was man gemacht hat, reagieren muss, wo man das reflektieren wird. Und dann wird man vielleicht erkennen, erstens einmal, was ist die Bedeutung, wohin geht die Reise und vor allem, was sind die Gesetzmäßigkeiten, die sich daraus ableiten lassen und denen ich dann folgen kann oder eben auch nicht. In jedem Fall ist es so, dass es in der Kunst eben keine Gesetze gibt, die von außen festgelegt werden. Niemand kann jemandem vorschreiben, wie ein Bild gestaltet werden soll, was da drauf sein soll, obwohl man heute ja das Gefühl hat, dass es genau das Gegenteil ist, aber gehen wir mal davon aus, es ist so, wie ich sage. Und daher, es gibt a priori keine Vorschriften, die einzuhalten sind. Natürlich gibt es technische Regeln im Bildaufbau mit dem Material, das ist aber was anderes. Ich beziehe mich jetzt eher auf die inhaltliche Ebene. Während eben in der Rechtsprechung das anders ist, dort kommen die Regeln von außen, in der Kunst gibt es die inneren Regeln, die sich aus der inneren Logik, die jedem Kunstwerk zu eigen ist, ableiten lassen. So, und zum Schluss noch einmal Kunst zu Recht. Wie kommt eigentlich die Kunst zu ihrem Recht? Also ich glaube zunächst einmal durch die Wertschätzung, die ihr entgegengebracht wird. Es wird ja oft vergessen, dass es ein großer Aufwand ist, eine Arbeit umzusetzen, dass das verbunden ist mit Energie, mit Zeit und auch mit finanziellen Mitteln. Und ich glaube, es ist immer schön, wenn auch die Rezipienten das mitdenken und eben Kunstwerke entsprechend wertschätzen. Dann Werke, die der bildenden Kunst zugeordnet werden wollen, sind nicht bloße Illustrationen von Geschichten oder Konzepten. Die sind nicht Mittel zum Zweck und es sind auch kein Beiwerk von irgendwelchen Arrangements und sie sind schon gar keine Dekoration, die zu irgendeinem Sofa dazu passen soll.
sondern das sind autonome, eigenständige Gebilde, deswegen heißt es ja auch bildende Kunst, die das Recht haben auf ein Eigenleben, jetzt sind wir wieder beim Recht, die das Recht haben zu altern, die auch das Recht haben, manches Mal nicht ganz verstanden werden zu müssen, die das Recht haben, rätselhaft bleiben zu dürfen und die vor allem das Recht haben, auch ohne Beipacktext, der irgendwas erläutern soll, existieren zu dürfen. So, dann wünsche ich allen teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern viel Erfolg und noch allen einen schönen Abend. Und jetzt möchte ich mich noch herzlich bedanken bei allen fürs Kommen, bei der gesamten Justiz für die Unterstützung. Wir sind derartig herzlich aufgenommen worden und wir werden so toll und liebevoll behandelt, es ist entzückend. Bei der MA7, bei Dr. Haider Sari für die Unterstützung. Natürlich auch beim Bezirk für die Unterstützung. Aber das Allerwichtigste ist mir bei den Künstlern für die Unterstützung, weil ohne euch geht's nicht. Und ihr seid alle ein Hammer. Ja, für die Musik sorgen Edith Lettner, Stefan Brodsky und Sascha Strohmeier. Die werden uns draußen ausspielen. Und draußen gibt es auch die Dokumentation fürs 10. Jahr zu kaufen. Es ist ein geringer Beitrag. Ich bitte Sie, nehmen Sie sich ein Exemplar mit. Und dann bleibt mir nur mehr zu sagen, das Buffet ist eröffnet. Bravo.